Alex, absolut. Beide hier schon mal Siegerinnen vor ein paar Jahren. 19 war es Lisa Vitozzi und 21 Dorothea Wierer, die hier rund ums Kurhaus dominierten, diese Finalrennen in Massenstartform gewonnen haben seinerzeit. Also rein hier in dieses Spektakel der Landeshauptstadt Hessens in Wiesbaden. 1500 Zuschauer an der Tribüne. Auch die Strecke haben wir schon gesehen. Gut gesäumt. Anna Weidel sehen wir hier mit der Startnummer 7. Geht sie ins Rennen für das deutsche Team. Insgesamt drei deutsche Athletinnen mit am Start. Kommen ja quasi aus Norwegen, waren jetzt eine Woche in der Heimat. Davor zwei Wochen Trainingslager, Rennen beim Blink Festival da oben in Norwegen. Dann haben wir Lou Jeanmonod für Frankreich. Ist sie hier mit im Rennen? Die Aufstellung, die Starterinnen so gestellt, wie es sich aus dem Qualifikationsrennen ergeben hat. Julia Cima sehen wir aus der Ukraine. Gut besetztes Rennen auch hier. Staffel-Olympiasiegerin von 2014, die Frau aus der Ukraine. Und dann haben wir Vanessa Vogt. Wird sie jetzt die neue Leaderin im Team der deutschen Mannschaft? Ist ja so eine Frage, aber dazu vielleicht dann später noch etwas mehr. Anna Gantler, eine der besten im letzten Jahr aus der Jugend herausgekommen. Die Österreicherin, 22 Jahre alt, sie eine der erfahrenen. Hanna Öberg mit 27, Staffel-Olympiasiegerin von Peking und mit der Nummer 1. Dorothea Wierer, heute eingeflogen hier nach Wiesbaden. Sie liebt ja diesen Sommerbiathlon. Sie haben es gehört, hier regelmäßige Teilnehmerin, Siegerin gewesen. Auch in ein paar Wochen im September wird sie in Annecy beim Festival von Martin Fourcade ins Rennen gehen. Na, Kebinger haben wir noch gesehen, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Und die zweite Italienerin im Feld, Lisa Vitozzi, die im letzten Jahr ihrer Teamkollegin einen harten Fight im Gesamtweltcup geliefert hat. Also hier am Bowling Green. Green, Sie können es jetzt nicht sehen, rechts die Schießstände. Hier wird auch gestartet. Da ist auch am Ende das Ziel dieses Rennens. Seit 11 Uhr wird hier mächtig Stimmung gemacht. Und dann geht's los. 7 Laufrunden insgesamt. Alexander Ruder hat es gesagt, genau genommen 1,35 Kilometer lang die Strecke, also 9,5 Kilometer roundabout, etwa die Streckenlänge eines Männersprints im Weltcup. Also hier geht es schon schön zur Sache, das ist nicht nur ein Training, sondern das ist eine gute Abwechslung vom Training, weil man sich misst mit starker Konkurrenz. Das ist das A und O, deswegen sucht man diese Wettkämpfe. Nicht allzu viele, aber 1, 2, 3 im Sommer tun gut. Man weiß, wie man steht, wie man sich auch entwickelt. Wie macht die Athletin die Konkurrenz das am Schießstand? Und die Strecke hier ist jetzt mit 1,35, du hast es gesagt, nicht sehr lange. Sie hat fast keine Höhenunterschiede zwischen Staatskanzlei und Kurhaus. Der Start am Bowling Green hier sternförmig zu laufen. 10 Höhenmeter geht es praktisch hoch und die auch wieder runter. Das ist alles viele Geraden, indem man Windschatten laufen kann. Es ist eine Strecke, ich sage immer, die Strecke ist so schwer, wie du sie läufst. Also so schnell, wenn du sie schnell läufst, wird sie halt schwieriger, ist ganz klar. Also von einfach kann keine Rede sein, wenn man das Tempo hochhält. Und eben bei diesen wenigen Steigungen, bei diesen wenigen Metern, die es da hoch und runter geht, kann man durchaus schon hier ordentlich aus Tempo drücken. Alle sind sie durch die Trainingswochen gegangen. Das letzte Rennen ja im März gewesen, am 12. März, am 19. März in Oslo, das erste dann am 25. November in Östersund, 251 Tage, wo es dann schon wieder Training, Training, Training heißt. Kurzer Urlaub im April, ab 1. Mai ist immer so der Start bei den Deutschen. Ja, und es wird in erster Linie die Grundlagenausdauer trainiert. Also nicht so speziell, nicht unbedingt der Skiroller, da ist mehr das Rennrad, das Mountainbike, der Berglauf im Vordergrund, der Ausdauerlauf und der Skiroller, der kommt dann so im Juni dazu, bevor es dann im Anfang August auch wirklich im Komplextraining, also Komplex nennen wir beide Disziplinen zu vereinen,
dass wir die dann da trainieren und die Geschwindigkeit des Trainings wird dann immer höher, je näher die Saison kommt. Dieser Vitozzi, die vorne wegläuft, war ja Dritte im gesamten Weltcup. Dorothea Viera Zweite. Die Siegerin, Julia Simon, eigentlich auch vorgesehen hier für dieses Rennen, wird vertreten von Lou Jeanmonod. Vielleicht haben Sie es verfolgen können in der Presse. Viel Unruhe im französischen Frauenteam. Julia Simon, ihr wird vorgeworfen, ein Kreditkartenbetrug gegen eine Kollegin, gegen Justine Brezaz-Poucher. Schwierige Nummer. Jeanmonod, die junge Athletin, hat sich zuletzt mal geäußert. Wir haben ihr die Hände gereicht, haben gesagt, entschuldige dich, und dann ist die Nummer vergessen. Das wollte Julia Simon nicht. Insofern liegt das Ganze jetzt in den Händen von Anwälten, wird vor Gericht ausgefochten. Jeder kann sich vorstellen, was das heißt für ein Team. Julia Simon ist abgetaucht, trainiert alleine mit Jean-Paul Chaquineau, dem Schießtrainer. Der trifft sie häufiger. Ansonsten ist sie vom Team oder hat sich selbst separiert. Schwierige Zeit für das französische Team und wir gehen hier wieder rein ins erste Schießen. Liegender Anschlag. Und das Feld wird sofort aufgefüllt im Gegensatz zum Winter, wo Startnummer gleich Standnummer ist. Hier ist es zu eng, deshalb gibt man kein Risiko ein und füllt von Anfang an den Stand auf. Ansonsten hier alles wie immer, wie Sie es gewohnt sind. 50 Meter Entfernung, Scheibengröße 4,5 cm hier im Durchmesser, im liegenden Anschlag. Gutes Schießen von Vanessa Vogt, die ist durch, an Vitozzi vorbei, mit Nachladern auch Jeanmonod, Vira Tschüma. Alle haben sie die Patronen zusätzlich nehmen müssen. Hier haben wir Hanna Öberg, die schon leichte Probleme hatte, auch in Qualifikationsrennen. Hier am Schießstand. Drei Nachlader gibt's und jetzt bleibt eine Scheibe trotz der Nachlader stehen. Das heißt, die muss in die Penalty Box für 10 Sekunden stehen bleiben. Also Strafrunde gibt's hier keine. Da haben wir das Bild. 10 Sekunden, ja, eine ganz kurze Regenerationsphase. Man ärgert sich natürlich. Mensch, das muss doch nicht sein. Aber es hilft nichts. Strafe wie im Winter eben die Strafe circa 10 Sekunden auf so kurzen Runden. 75 Meter sind es normal für die Strafrunde. Und hier eben Lisa Vitozzi. Ja. Es ist eben eine Abwechslung zum Training. Du hast nicht so viele Menschen so nah am Schießstand hinter dir. Man ist aufgeregt, auch wenn man schon x-mal gemacht hat. Du bist etwas aufgeregt und daher kommen auch die Fehler. Im Verlauf des Rennens wird es dann vielleicht besser, dass die letzten Schießeinlagen flüssiger gehen. Also wieder raus auf die Straße. Strecke haben Sie gesehen, so ein wenig sternförmig angeordnet, aber eben in diesem Jahr verändert, komplett auf der Straße. In den letzten Auflagen ging es ja durch den Kurpark über Platten, über so Kunststoffplatten, Gummimatten. Und das ist natürlich eine wellige Angelegenheit. Das ist der Belag, den Sie eben aus dem Training viel besser kennen. Deutlich, Teer ist das bevorzugte Medium für den Skiroller, keine Gummimatte. Allerdings der Teer hier ist ein anderer Teer, als er auf einer Skirollerbahn zum Beispiel ist. Erstens haben wir verschiedene Belege. Hier sehen wir sehr schön rechts die Matten jetzt, die sie dann befahren müssen. Der Teer auf einer Skirollerbahn hat eine andere Körnung, ist etwas weicher. Ein Straßenteer wie dieser ist natürlich für 40 Tonnen LKWs ausgelegt, für Abnutzung, für viel Verkehr. Das ist eben auf den Skirollerbahnen nicht der Fall. Da halten auch die Stöcke etwas besser, vor allem die Stockspitzen. Diese Vidia-Stahlspitzen sind dann doch, wenn es ganz hart ist, oft mal können die brechen. Ersatzstöcke sind aber ringsherum. Und insofern ist es jetzt keine große Umstellung, aber es ist eben nicht eine Skirollerbahn. Ja, und Sie sehen überall diese gelben Markierungen, gerade wieder rund um einen dieser Kanaldeckel. Das sind diese kleinen Widrigkeiten hier ganz, ganz deutlich zu sehen, wo man hängen bleiben kann, wo man aufpassen muss. Und das ist eben die visuelle Darstellung für die Athletinnen und später die Athleten, dass sie das umgehen können und fahren können und so Stürze vermeiden. Ja, hier eine typische Windschattensituation. Dorothea Viera tut sich da schon deutlich leichter, hinter Vanessa Vogt herzulaufen, ganz klar. Das ist Windschatten, da kannst du ein paar Körner sparen, da kannst du etwas Kraft sparen, um dich auch mental jetzt vorzubereiten auf die nächste Schießeinlage, das ja wieder liegend sein wird. Wir schießen jetzt dreimal liegend und dann dreimal stehend.
Also in dieser Abwechslung, und Sie sehen das schon an den Bildern, wirklich tolle Stimmung hier, hautnah. Das ist ja auch das Ziel einer solchen Veranstaltung, zu den Fans mal zu gehen. Kleiner Strauß sich zu präsentieren. Und wenn dann der Startschuss gefallen ist, dann ist das hier ein knallhartes Rennen. Sehr hektische Bewegungen von Vanessa Hoch, die ja diesen Strauchler hatte, hat schon gleich ein Ersatzmagazin dort liegen. 6 Magazine werden benötigt bei 6-mal Schießen. Vitozzi schon wieder fertig, hervorragend geschossen. So, jetzt auch Jean Monod, alles getroffen, auch Anna Weidel. Vanessa. Anna Kebinger. Vitozzi vorne, dann Kebinger, dann Jean Monod, dann Weidel. Auch Dorothea Wierer jetzt mit Schwierigkeiten. So, haben es aber beide erledigen können, nervenstark. Also der kleine Kasten da bleibt verwaist. Wierer und Vogt gehen gemeinsam raus. Erstaunlich, dass Öberg solche Schwierigkeiten hat. Die Athletinnen erhalten nach dem Schießen, wenn sie direkt hinten am Schießstand vorbeilaufen, die Information, wie das Trefferbild war. Also sie konnten dann reagieren. Wir haben es auch bei Vanessa Vogt gesehen. Und Öberg hat jetzt große Mühe, auch das zweite Liegenschießen da einigermaßen zu absolvieren. Anna Kebinger an der Spitze vor Lou Chamonot. Anna Kebinger mit neuer Waffe unterwegs. Aber hat nicht groß was verändert, gab insgesamt den einen oder anderen, die ein oder andere Athletin, die sich neue Waffen besorgt haben bei Sandro Glieslinger in Oberhof, haben bauen lassen. Aber Hanna Kebinger sagt, ich bin sehr, sehr gut im letzten Jahr durchgekommen, gerade mit dem Schießen, also never change a winning system. Andere probieren ein wenig mehr einen Anschlag zu verändern. Und hier haben wir gesehen, dass Vanessa Vogt sich tatsächlich auch herausgedreht hat. Sie hatte also tief geschossen und bei hoch gedreht. Oder hat sie vielleicht auch nur die Seite verwechselt. Es war auch nur ein Rasten. Und hier nochmal der Strauchler. Ja. Oh ja, kurz hängen geblieben. Und die Gefahr erhöht sich natürlich, wenn du im Kurpark über diese Platten laufen musst. Wir haben es gesehen bei Tarje Bö bei der letzten Auflage. Den hat es da ordentlich erwischt. Mit der Folge dann eben Trainingsausfälle hinnehmen zu müssen. Dieser Vitozzi, gut zu erkennen hier mit dem hellblauen Helm, die vorne wegläuft. Staffelgold in Oberhof gewonnen. Ja, und jetzt wäre es natürlich gut, wenn die drei sich zusammentun. Die können Windschatten laufen, Vitozzi nicht. Die muss jetzt alleine zurechtkommen. Und wenn man clever ist, dann kann man sich eben auf diesen Passagen abwechseln und das Tempo erhöhen und so wieder den Anschluss an die Tor zu schaffen. Also Kebinger, Jean Monod und Anna Weidel, die drei, die da im Verbund hinter Lisa Vitozzi unterwegs sind, die jetzt schon wieder auf dem Rückweg ist, die Sonnenberger Straße runter, unten dann diese scharfe Linkskurve. Aber das Ganze für die Athletinnen und Athleten überhaupt kein Problem. Viele, viele Kilometer in den letzten Monaten absolviert auf den Skirollern. Und eben schon die Rennerfahrung aus Sandnes, aus Norwegen. Die war sehr erfolgreich. Hanna Kebinger, Massenstart gewonnen. Während wir hier jetzt am Rand also Denise Hermann-Wick sehen. Auch Vanessa Vogt war auf dem Podium dort. Anna Weidel, zweite im Massenstart, also da waren sie schon recht zufrieden mit den Ergebnissen aus dem Training heraus. So, Lisa Vitozzi, drittes Schießen. Hier werden Magazine gereicht und Ersatzschuss. Bleibt in Führung Lisa Vitozzi. Was machen die deutschen Athletinnen? Anna Weidel, auch die mit neuer Waffe. Luja Monod mit Schwierigkeiten, muss da eine Patrone aufnehmen. Jetzt hat sie alle 5 Ziele getroffen, auch Anna Weidel.
Nicht so Hanna Kebinger, die liegt hier noch. Dorothea Wierer geht vorbei. Und Hanna Kebinger muss jetzt diese 10 Sekunden hinnehmen. Viel Hektik da hinten am Schießstand, während wir hier Dorothea Wierer sehen, hat sich jetzt wieder auf den vierten Rang nach vorne geschoben nach diesem dritten Schießen. Während wir hier Hanna Kebinger sehen, aber auch schon wieder auf dem Weg. Damit ist das Liegenschießen erledigt. Es kommen die Einlagen im stehenden Anschlag. Und dieser Vitozzi ist eine ganz hervorragende Stehenschützin. Das Liegenschießen vor 2-3 Jahren hatte sie große Probleme, hat sie jetzt aber auch wirklich vollkommen im Griff. Und damit ist sie eine absolute Favoritin für die kommende Saison auf jeden Titel, den es da zu holen gibt im Biathlonsport, definitiv. Sie ist eine großartige Athletin und ich denke, die ist richtig heiß. Wenn sie gesund bleibt, dann ist sie hier eine der Top-Favoriten für den ganzen Winter. Hat sich unbedingt stabilisiert, wirklich sehr, sehr hart daran gearbeitet. Anna Weidel hat nochmal erzählt, ihr Ziel jetzt für die neue Saison, nicht wie im Vorjahr gut zu starten und hinten wegzubrechen, sondern wirklich mal durchzukommen mit dem Team. Deutsches Team ja durch den Weggang von Denise Hermann Wick ist halt jetzt die Frage. Der Schatten ist weg, hinter dem man sich verstecken kann. Wie wird die Leistung sein? Vanessa Vogt, Hanna Kebinger ist ja auch eine, mit der man rechnen kann. Hat sie jetzt, wie erwähnt, in Sandnes bewiesen. Im Vorjahr ja eine steile Karriere, ein Sprung aus dem Deutschlandpokal zur WM. Dort Medaille mit der Staffel. Also das ist auch eine Hoffnungsträgerin. Aber es wird schon spannender. Definitiv. Es ist international so, dass viele Mannschaften plötzlich einen Wechsel haben. Wir haben viele Athletinnen, die aufgehört haben. Norwegen zum Beispiel. Die einzigen Italienerinnen, die beiden alten Hasen sind noch dabei, Vitozzi und Wierer. Aber ansonsten schaut es bei vielen Nationen schon so aus, dass es neue Starts gibt, definitiv. Also auch neue Chancen. Lisa Vitozzi mit 28, Dorothea Wierer ja mittlerweile schon 33 Jahre alt, aber nimmer müde. Und da haben wir nochmal Lou Germonneau, die Französin. Anna Weidel mit der 7. Jetzt schon weit auseinandergezogen das Feld. Dorothea Wierer, man kann sich hier sehen, eben auf diesen Streckenabschnitten. Und Lisa Vitozzi, die nähert sich hier schon wieder den Schießstand. Hier vorne jetzt, wo sie jetzt hochläuft, das ist so die einzige kleine knifflige Stelle, hoher Bordstein, der da zu überwinden war. Da haben wir gestern noch Felix Bitterling getroffen, den sportlichen Leiter im DSV für Biathlon, der da mit Hand angelegt hat, um diese Stelle zu entschärfen. Und jetzt schauen wir auf Lisa Vitozzi. Wow. Ja. Wow. Überragend. Überragend. Wahnsinn. Welch ein Schießen, welch eine Demonstration von Lisa Vitozzi. Die ist natürlich jetzt auf und davon. Das ist ihre große Stärke, Da stehen, schießen. Und da ist sie unnachahmlich. Das kann vielleicht noch Dorothea Wierer so. Aber ansonsten ist schon schwierig. Aber alles riskiert, durchgekommen. Auch Jean Monod mit dem einen Fehler jetzt im letzten Schuss. Auch sie eine gute Schützin. Die 24-Jährige aus Fourcartier. Anna Weidel wird hier bejubelt. Weiße Weste, ohne Fehler. Fühlt sich schon recht sicher mit der neuen Waffe, sagt sie. Und wenn man mit den verschiedenen Athleten darüber spricht, dann sagen sie auch, ja, man, sowas Neues, das tut halt einfach gut. Und da muss man die Automatismen vielleicht ein bisschen aufbrechen, die alten, ein paar neue, aber das geht dann relativ zügig. Ja, das ist, wenn man so als Hobbysportler ein neues Mountainbike bekommt oder Rennrad, dann ist man natürlich motiviert. Genauso geht es den Profis, wenn sie einen neuen Gewehrschaft haben, wenn sie da ein bisschen rumfummeln können und sich mit etwas anderem beschäftigen, dann tut das gut, dann lenkt das ab und die Motivation steigt wieder. In ihrem Fall hier bei Anna Weidel war die Waffe natürlich auch schon 9 Jahre alt, von 2014. Da gibt es ja mittlerweile schon ein paar Dinge, die man anders machen kann. Geht auch ein wenig um die Platzierung der Nachladepatronen. Die Staffeln stehen ja eben hoch im Kurs, dass das Nachladen schneller geht. Insgesamt haben sie an den Schießzeiten gearbeitet. Vanessa Vogt
Oh, die muss hier gleich zweimal stehen bleiben und darauf lauern, wieder losgelassen zu werden. Das gleiche Missgeschick passiert jetzt auch Anna Gantler, die jetzt hier gleich dazukommen wird. Aber insgesamt, wie gesagt, das deutsche Team und eben allen voran Felix Bitterling, der gesagt hat, ich habe da viel Positives gesehen. Da haben wir ihn mal, der hier das Renngeschehen natürlich auch digital mitverfolgt. Die vier Podestplätze, Trainingslager, sehr, sehr gut gelaufen. Das war eine Kooperation mit dem norwegischen Verband. Gab es so auch noch nie. Also Felix Bitterling seit April 22 sportlicher Leiter des Biathlons. Hat schon viel angestoßen in der deutschen Mannschaft. Ein paar Veränderungen tut immer gut. Bei den Herren gibt es ein neues Trainerteam oder ein anders strukturiertes. Können wir später noch darauf eingehen beim Herrenrennen. Konzentrieren wir uns also hier. Er hat eine ganz besondere Position da, der Felix Bitterling. Ganz nah dran. Innerhalb der Rennstrecke. Und gehen wir zurück zu den Athletinnen. Da oben kommt Lisa Vitozzi den beiden hier entgegen. Luja Monod und Anna Weidt. Ja, und das siehst du dann, dass sie so weit da vorne schon weggeschossen ist durch diese Schießeinlage. Bin jetzt gespannt, ob sie das hier so durchzieht, auch bei den beiden, die da noch bevorstehen. Die Fähigkeiten hat Lisa Vitozzi auf alle Fälle. Die kann hier ganz souverän agieren, wenn sie jetzt nicht irgendwie komplett ausfällt sozusagen, dann wird es schwierig, sie zu schlagen. Die beiden haben aber hier einen schönen Kampf in Position 2 und das ist dann auch etwas nerviger, nervenaufreibender, wenn du da zu zweit am Stichstand stehst und direkt einen Wettbewerb hast. Sie kann sich die Zeit nehmen, die sie benötigt. Viel Zeit benötigt sie nicht, wie wir beim ersten Schießen gesehen haben. Also sie zieht das hier durch, einmal ein wenig daneben gelegen. Lisa Vitozzi, die so stark geworden ist in den letzten Jahren, im Vorjahr 7-mal auf dem Podest. Und dann hat es auch endlich nach 4 Jahren wieder mit einem Sieg geklappt. Das Einzel von Ruppolding gewonnen. Und dann schauen wir auf die beiden ersten Verfolgerinnen. Die Französin hier vorne und dahinter Anna Weidl. Hier beginnt. Dorothea Wierer ist da. Ja, kann sich jetzt ein wenig absetzen von der Französin Anna Weidl. Dorothea Wierer. Nicht ganz so sicher wie Lisa Vitozzi. Auch nicht ganz so schnell. Arbeitet hier die Schüsse ab. Auch das kostet natürlich Zeit. Jean Monod muss einmal in die Box für 10 Sekunden. Hanna Kebinger sehen wir da im Hintergrund. Auch das eines der Ziele mit Blick auf die Konkurrenz, ein wenig schneller zu schießen, schneller zum ersten Schuss zu kommen. Hat sich doch sehr entwickelt in den letzten Jahren im Biathlonsport. Da sind einige Sekunden rauszuholen. Ja, die Kunst ist es eben, diese Geschwindigkeit zu erreichen, das schnelle Schießen ohne auf die Sicherheit, also auf die Trefferfähigkeit zu gehen. Das ist halt schwierig. Wenn du pro Schießen 3-4 Sekunden rausholen kannst, bei 4-mal, dann geht schon 12 bis 15, 16 Sekunden. Das ist schon was. Und das ist halt was Vitozzi zum Beispiel perfekt kann. Sie fängt schnell an, sie kann schnell einen Rhythmus schießen. Hier ist die Belastung auch nicht hoch. Man kommt ja bergab und da kann man noch mehr vielleicht etwas zaubern. Der Anschlag eher etwas unkonventionell, nicht so lehrbuchmäßig. Sie hat den rechten Arm sehr weit hinten, unten und ja, aber sie trifft und wer trifft, hat recht. Wer trifft, hat recht, ganz genau, so sieht's aus. Und deshalb führt sie hier mit 36,7 Sekunden vor Anna Weidl. Die hier andeutet, Anna Weidl, dass die guten Ergebnisse da aus Norwegen Bestand haben können, wenn sie das hier so zu Ende bringen kann.
Denn wie gesagt, sie die dritte im Gesamtweltcup des Vorjahres, Wira die zweite, Öberg die siebte, Jean Monod die elfte. Das ist ein Weltklassefeld. Ja, Lou Jean Monod hat. Ja. Mit Tiavira, ja. Anna Weidel noch weiter vorne. Da ist sie. Da haben wir sie groß im Bild. 27-Jährige, die für den WSV Kiefersfelden startet. Knieverletzung gehabt, musste das Training zeitweise einschränken, ein wenig umstellen. Aber hat sich vorgenommen und das im intensiven Gespräch mit den Trainern, kluge Entscheidungen zu treffen, was die Dosierung angeht. Im Vorjahr hat sie noch mal erzählt, hat sie ihrem Körper vielleicht zu viel zugemutet. Das will sie in diesem Jahr anders machen. Auch das ist ein Thema. Wettkampf, Training, Regeneration in eine vernünftige Balance zu bringen. Auch das ist eines der wichtigen Rezepte. Fantastisch. Wahnsinn. Ein Fehler bei dreimal stehen schießen im Schnelldurchlauf. Überragende Form von Lisa Vitozzi am Schießstand. Schnell, sicher, nervenstark. Und sie hat einen deutlichen Waffensprung vorne, wenn man da auf den Korntunnel schaut. Das geht doch schon noch nach oben. Wie schnell sie da wieder im Zielgebiet ist. Das ist sensationell. Sensationell. Und jetzt steht hier Anna Weidel ganz allein im Fokus. Diesen zweiten Platz abzusichern. Auch sie ist ja eine, die sehr schnell schießen kann. Ja, bravo. Und zieht durch. Super. Obwohl die beiden hier anrauschen und sich neben sie stellen, viel Unruhe dann drumherum. Das sind eben diese Feinheiten, die du erledigen musst, die du schaffen musst, auch mental. Und das hat sie hier gut bewältigt, die Anna Weidel. Ja. Da zeigt sich jetzt die wahre Dorothea Wira. Ja, ja, die kann es schon auch. Im Zweikampf, ja. Wirklich nichts verlernt. Im Gegenteil, die Doro ist immer eine Bereicherung für jede Veranstaltung, für jedes Rennen. Und ist auch immer eine der Favoritinnen. Die versteht es aber ja, auf ihren Körper zu hören. Sie weiß, was sie ihrem Körper zumuten kann. Bei Anna war das eben nicht so. Die fängt vielleicht, hat vielleicht zu früh angefangen nach einer Krankheit und dann kommst du nicht mehr in Schuss. Das war so ein wenig das Problem. Das hat sie auch nochmal geschildert. Tara Kebinger. Der allerletzte will nicht ins Ziel. Kann sie sich hier Hanna Öberg noch erwehren? Die Schwedin marschiert jetzt schnell durch die Scheiben und geht vorbei. So, dann wäre es jetzt gut, schnell noch hinterher zu kommen. Vielleicht nochmal Tuchfühlung aufzunehmen. Vielleicht noch ein wenig am Windschatten profitieren. Aber Hanna Öberg, eine Weltklasse-Athletin auch. Über viele Jahre schon. Na, Hanna Öberg bzw. Kebinger hat eine gute letzte Runde. Die kann da schon kämpfen und Anna Weidel macht das hier hervorragend, sichert den zweiten Platz ab. Keine Gefahr im Augenblick. Überhaupt bei Hanna Kebinger, wir haben uns am Vormittag darüber unterhalten. Ende der Rennen, mental stark, auch so diese letzten Schießeinheiten, das kann sie richtig gut. Hanna Kebinger ist da gesegnet. Wir haben gesehen, auch Anna Weidel kann das. Ja. Und da muss einem wirklich jetzt nicht Angst und Bange werden. Und die beiden sind wirklich, wichtig ist immer, ja, das letzte Schießen ist oft so entscheidend, diese letzten 5 Schuss wirklich ins Ziel zu bringen. Schnell, damit kannst du die Gegnerschaft sozusagen knacken, damit kannst du dir einen Vorsprung rausholen. Und das ist immer mehr so bei diesen Massenstartrennen so der Fall, dass das notwendig ist, dass man das können muss. Und sie kann sich hier völlig zurecht feiern lassen. Einsam und alleine an der Spitze, Lisa Vitozzi, Top-Rennen hier abgeliefert, die Qualifikation schon gewonnen
Und jetzt läuft sie hier rein unter diesem tosenden Applaus. Alle springen sie auf der Tribüne. Lisa Vitozzi, die Meisterschützin heute hier in Wiesbaden, hat sie alle in ihren Bann gerissen. Gratulation. Während da draußen noch gekämpft wird, Anna Weidel mit 48 Sekunden war ihr Rückstand. Vorsprung nach den beiden da hinten groß genug. Kann hier ein schönes Ausrufezeichen setzen. In Wiesbaden, Jana Weidel. Dorothea Wierer sehen wir hier an der ersten Position dieser beiden. Und dann kommt auch sie rein und es wird wieder laut hier. Zweiter Rang also für Anna Weidel. 45,3 Sekunden sind es am Ende. Der Rückstand auf Lisa Vitozzi, die da sicher nicht mehr alles gegeben hat in der letzten Runde. Und Dorothea Wierer lässt hier abreißen. Ob sie es muss, weiß ich nicht. Aber sie lässt in dem Moment, lässt Lucia Monod davonziehen. Dritter Rang für die Französin. Dann also die Älteste im Feld mit Dorothea Wierer auf dem vierten Rang. Das ist der Einlauf bis hierher. Dann haben wir eine größere Lücke auch. Gutes Rennen, sehr gutes Rennen. Gut in Form und man sieht es hier auch an, am Körper durchtrainiert. Bis in die Haarspitzen sind sie alle Monate. Viel Grundlagentraining natürlich gemacht. Es geht dann jetzt auch zum Teil in die intensive Phase. Höhentrainingslager stehen an, was man alles so treibt in Richtung Weltcup. Und Hanna Öberg hat sich da jetzt nochmal schadlos gehalten. Im Gegensatz zu den ersten liegenden Einlagen hat sie doch das letzte Schießen ganz hervorragend abgeschlossen. Hanna Kebinger hatte etwas zu kämpfen mit dem Nachlader, sonst wäre es vielleicht auch enger gewesen zwischen den beiden Hannas. Aber so eben der sechste Platz, keine Tragik. Aber eben das Mitnehmen und hier die Gratulation, das Abklatschen mit den anderen. Vanessa Vogt haben wir da draußen noch, Julia Cima und Anna Gantler bilden hier das Ende. Da haben wir Julia Cima, Vanessa Vogt haben wir gesehen und da hinten kommt eben Anna Gantler. Da haben wir Vanessa Vogt, groß im Bild, die nach der Saison den Schnee sogar nochmal verlängert hat, nochmal nach Finnland gegangen ist, um es einfach genießen zu können, ohne den ganzen Druck drumherum, lange Einheiten auf gutem Schnee. Das hat nochmal richtig Spaß gemacht, bevor sie dann erst in den Urlaub gegangen ist und dann das Training erneut für die kommende Saison aufgenommen hat. Julia Cima aus der Ukraine auf dem achten Rang. Schön, dass Sie hier dabei sind, Sie und auch Petruschny nachher im Herrenrennen. Und dann haben wir Anna Gantler, die Jüngste mit 22 hier im Feld, die Österreicherin. Auch sie hat ja einen richtig großen Schritt gemacht im vergangenen Jahr, im Weltcup sich gezeigt. Siebte schon gewesen. Und noch einmal das Bild der Siegerin in der Zeitlupe, der Zieleinlauf, der Dank ans Publikum, wie sie hier gebührend gefeiert haben. Ja, dann ein Prost auf den Sieg. Lässt viel erwarten für die neue Saison. Und dann im Hintergrund noch einmal herannahend Anna Weidel. Und der Blick hier über die Prachtallee von Wiesbaden. Lisa Vitozzi gewinnt also vor Anna Weidel. Lucia Monod an 3. Dorothea Wierer 4, Öberg, dann Kebinger und Vogt, die beiden Deutschen. Und am Ende Julia Cima und Anna Gantler. Tolles Rennen.